Hallo und herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, live auf Spray TV, live aus Schongau zum heutigen Bayernliga-Heimspiel der Mammuts, nämlich Schongau gegen Königsbrunn, gegen die Pinguine. Königsbrunner können sich befreien und blasen zum Gegenangriff. Breakaways, eine Stärke der Pinguine. Oh. Tor! 1:0, früh klingelt's, Reindl geschlagen. Und der erste Abschluss, gleich das 1:0 für die Gäste. Corby, nimm uns mit, was ist da passiert? Ja, Konter gelaufen. Ja, die Scheibe zurückgelegt vom Außenstürmer und der hat einfach geschossen. Ne? Kann man nichts bemängeln. Absolut, jetzt die Mammuts können sich jetzt mal losen. Anton Egle, Tor! Die Mammuts mit dem Ausgleich! Anton Egle! Und Anthony Est hat es geschossen, oder? Es ist Anthony Est! Es ist Anthony Est mit seinem ersten Treffer für die Mammuts. 8 Jahre, kein Eishockey. Eine Schaffenspause hat er sich genommen, hatte keinen Bock mehr auf den Sport. Hier in Schongau will er dieses Jahr zurückkommen und wieder Freude daran finden. Aus Königsbrunn, die aber weiterhin so brandgefährlich bleiben. Hier kommt die Scheibe Richtung Bullenheimer, Beinstein. Der wird zu Fall gebracht. Super Auge von Bullenheimer, 2:1. Klasse gespielt. Überragendes Auge von Tim Bullenheimer. Und der Torschütze, nicht ganz zu erkennen von hier oben, müsste vielleicht Mika Reuter gewesen sein. Richtung Anthony Est schon wieder. Und erneut ist es Blasch da, der die Königsbrunner jetzt in Führung hält. Aber das war... Boah, super durchgesetzt. Auf der gegnerischen Seite die Chance und ein Tor für Königsbrunn. Sind die eiskalt. Sie haben die Klasse. Verlagert aufs Lange. Und sie sind im Gegensatz zu den Mammuts eiskalt. Sie haben halt den Marco, den Sternheimer. Und der hat hier Glück, wie die Scheibe da durchspringt. Aber dann ist er halt einfach ein Ex-DEL-Nationalspieler. DNL-Spieler des Jahres 2017 damals gewesen. Jetzt vielleicht eine Chance. Anton Egle versucht's nochmal. Und Blaschdam macht jetzt mal kurz einen auf Ruhe. Ganz, ganz viel Königsbrunn in diesen ersten Sequenzen. Das wird auch Kenner da draußen so sehen. Und vielleicht auch Basti Elbert. Basti, alles klar bei dir? Ja, alles klar, aber jetzt Riesenchance und Tor! Tor für Königsbrunn! Sie haben es angekündigt, sie haben angeklopft und jetzt öffnen sie die Tür. 4:1, verdientes Tor. Ja, der erste auf den Schoner geschossen und der zweite hat sofort die Chance genutzt auf den Nachschuss. Brückner mit dem Doppelpack. Peter Brückner. Trapp mit dem Fehler und wieder die Möglichkeit für die Mammuts auf ein 2 gegen 2. Zeit, Abschluss! Oh. Und wieder ist Blaschter dazwischen. Und das war ganz, ganz clever gelöst gerade. Wobei es ja eigentlich gar nicht... Was ein Move, Reindl! Jetzt ist die Nachricht mit hier für Sternheimer Tor! Shot, Hannett, Goal! Und meine lieben Leute, was ist da mit der Defensive bei den Mammuts? In Überzahl, keine Zuordnung. 2:1. Überragend natürlich, was der Brokopowicz da macht, aber keiner orientiert sich Richtung Marco Sternheimer, keiner auf den Rebound. Und somit klingelt's. Marco Sternheimer, auch er mit dem Doppelpack. Ein Geschenk der Mammuts. Oh, ungenau. Und wieder. Oh, boah, gut nochmal. Ganz wichtig da, was Philipp Keil macht. Richtig gut. Hoferer, Keil. Jetzt auch neue Powerplay-Formation. Der Querpass. Zu kompliziert von Kai. Jetzt geht's. 1-on-1. Macht der Sternheimer den nächsten. Er macht den nächsten. Die Schongauer fressen. 2 Shorthanded Goals innerhalb von 30 Sekunden. Und alle sind Überzahl. Das ist zu wenig. Und vor allem da, wenn du einen Sternheimer im gegnerischen Team hast. Der macht so wie der Anthony erst im ersten Drittel bei den Mammuts. Durch die Hosenträger. Dann brauchst du nicht immer den Flow im Rücken, dann reicht eben eine Aktion, um maximalen Ertrag daraus zu generieren. Ja, ein schneller Pass und war ein Tor. Ja, Bündnisverständnis zwischen Sternheimer, Bullenheimer, wie auch alle hier. Tor für Königsbrunn, jetzt wird es deutlich. Blindes. Jetzt drehen sie nochmal auf. Blindes Verständnis von Sternheimer.
Ja, das war ganz stark, wie er schon hinter das Tor der Verteidiger meint. Wie er zwei bündet und dann super Rücklage auf Bullenheimer. Auch das ist ein kleines Statement. Nochmal 3 auf 2, 3 auf 3. Wieder setzen sich die Königsbrunner durch und wieder Rappels. Unfassbar. Tor für Königsbrunn, 8 zu 1. Der Reindl kann einem leid tun. Ja. Und das ist, glaube ich, das erste Tor, weil die Scheibe sofort abgeholt wird. Für einen jungen Mann. Den dürfen wir gratulieren. Könnte Riedl sein, Marco Riedl. Königsbrunn zeigt auch, warum sie zweimal bayerischer Meister geworden sind. Die nächste Gelegenheit. Gibt nochmal Strafe. Nochmal Strafzeit. Gegen die Mammuts. Und Penalty. Macht er auch noch seinen Hattrick voll. Brückner oder Reindl. Hattrick oder Safe. Brücki oder Reindl. Brückner mit Move. Aber eher kläglich versagt. Keine Mütze, die Mütze bleibt auf dem Kopf. Punktverlust dabei rumkommt. Ja, wird kurz wehtun, aber dann heißt es abschütteln und auf die anderen Partien schauen. Es geht dann recht schnell wieder weiter. Dann auch gegen Kontrahenten, die ja auf alle Fälle mehr auf Augenhöhe der Mammuts rangieren. Aus ist es, rum ist es. Die Mammuts verlieren deutlich, am Ende vielleicht auch zu deutlich gegen trotzdem starke Königsbrunner, die einen verdienten Auswärtserfolg bei den Mammuts einfahren. Über zwei Drittel des Spiels hinweg war die Partie offen, eng. Auch im letzten Drittel die Mammuts klopfen an, treffen den Pfosten nahe am Anschlusstreffer. Und dann die Königsbrunner mit voller individueller Klasse.